So, da sind wir wieder, Curry. Ja, hallo, Mona. Asi Curry und der Asi Dennis. Ja, wir können leider noch nicht auf eure Votings eingehen. Das ist morgen der Fall. Also morgen wird das aufgelöst. Weil wir machen jetzt gerade noch einen Maze Bang Mega Jump Job, damit das auch alles zeitlich hinkommt mit dem Livestream, der heute ist und so weiter. Wisst ihr ja um 18 Uhr. Boah, das habe ich überall erwähnt jetzt. Jetzt haben wir genug Werbung. Also um 18 Uhr, Curry, ne? Auf twitch.tv. Ja, schaue ich mir dann im Stadion an. Ach, du bist. Ach, der Kevin Duristen ist ja im Stadion! Weißt du, ich gehe so ins Stadion, mach dann extra so das Handy auf und schau dann Twitch so. Yo, der Wurst hier. Nee, aber was ich sagen wollte ist, wir machen jetzt hier so einen Mega-Jump, den wollte ich euch nochmal zeigen. Nee. Und zwar ist es so, da brauchen wir nämlich ein GTA-Rennen für. Wir müssen nämlich mit dem superschnellen Wagen über den Maze Bank, also beziehungsweise auf den Maze Bank Tower jumpen. Boah, das ist richtig schwierig. Ich guck gerade mal, ich nehme den Zentorn, aber. Alter, wie scheiße ich einfach aus. Ich hab keine Augenbrauen. Man könnte meinen, du bist dieser Olle da von Pegida, wie heißt die nochmal? Örtel? Die hat tätowierte Augenbrauen. Ja, okay, das sieht jetzt nicht so. Ja, ich habe ja keine, das passt ja wieder nicht. Du würdest jetzt gerade sagen, das sieht nicht so scheiße aus. Doch. Was? Tätowierte Augenbrauen? Sieht nicht scheiße aus? Natürlich sieht das scheiße aus. Okay, Alter. Bist du noch da? Ja, ich habe nur was getrunken. Ach so. Okay, also es ist ein GTA-Rennen. Ja, mal gucken, ob die Leute sich alle dran halten. Wir brauchen nämlich Nitro, sonst schaffen wir den Sprung nicht. Genau. Boah, Alter, auf dem Maze Bank Tower, die sind doch besoffen, die Leute. Bist du bereit? Ich bin bereit. Und wenn ihr Jobs habt, wie immer in die Kommentare unter diesem Video. Ja! Welches Auto hast du genommen? Centerno. Okay, wer jetzt das Nitro kriegt zuerst, der hat gewonnen, ne? Oh nein, 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 Alter! Boah! Ich hab das Nitro. Ich auch! Boah! Ich hatte das Nitro. Das hat sich schon wieder erledigt. Ich muss neuen Anlauf nehmen. Ich auch. Oder habe ich das Nitro gar nicht? Warte mal. Ich hab das doch. Hab ich das aufgesammelt? Wow, aus dem Weg, aus dem Weg! Das kann jetzt was werden, ne? Boah! Komm, nein! Alter, ich schaffe es nicht. Nein, ich bin zu kurz. Fuck. Ich höre nur so eine mega Explosion. Boah, meine Karte. Nee, Alter. Ich bin nicht explodiert. Ich fahre hier mal rein, Mann. Sorry, ey. Oh. Die checken das mit dem Nitro, glaube ich, gar nicht, die Leute. Ja, stand extra in der Beschreibung. Ganz groß sogar. Okay, jetzt aber das muss man auch erstmal sehen, ne? Brauch ein bisschen Abstand. Oh, Dennis, ich bin direkt hinter dir. Das Ding ist, das Nitro muss ja erstmal neu spawnen. Weißt du? Mhm. Der Nitro ist aktiviert. Ah, zu spät. Wow! Oh, ganz genau, die Kiste, Scheiße! I believe I can fly, I will touch the sky! Scheiße! Oh, mein Scheiße! Ich bin ganz knapp. Ja, das ist immer so ein kleines Stückchen, das stimmt. Oh, aus dem Weg. Ich feier diese GTA-Jobs, ne? Was die Leute. Oh, mein Wagen ist, glaube ich. Was die Leute da alles für Ideen haben. So, jetzt ganz langsam und jetzt volle Pulle! Beim Autorennen war eine Pfanne! Das sieht gut aus, oder? Bitte, bitte, bitte! Nein! Oder? Nein! Nein! Alter, ich bin die ganze. Die Frage ist, wann muss man das Nitro zünden? Ja, du musst das ganze Nitro von der Rampe mitnehmen. Du musst nicht nur einmal Nitro zünden, sondern die ganze Zeit durchgehend. Dann schaffst du das nicht. Okay, verstehe, okay. Dann versuch ich's mal. Jo! Einer hat's geschafft, der Erste hat's geschafft. Der ein Auto weniger, super. Ah. Komm mal neu positionieren hier. Braucht echt viel Anschwung eigentlich. Ja. Und eine Ampel, die auf einmal. Nein, das gibt's doch nicht, das gibt es doch nicht. Ist immer geil, wenn du gerade keinen vor dir hast und dann spawnt da einer und nimmt dir die ganzen Sachen weg. Ich warte erstmal. So, jetzt fahr ich. Stimmt, ich warte auch mal. Oh. Ach, der hat mir das Nitro geklaut. Shit. Sorry, da habe ich einen ausgebremst. Aus dem Weg. Nein! Der Mitarbeiter im fünften Stock. Bitte wundern Sie sich, ein Auto fliegt an Ihnen vorbei. Boah! Und Nitro, spawn neu. Hammer schwer, ey. Aber geiler Job, macht echt Bock. Ist eine Herausforderung. Alter, ich fahr immer gegen diese Laterne. Mann! Komm schon, Nitro. Oh, ich darf ja nicht schreien, Entschuldigung. Ja, ich trau mich auch schon gar nicht mehr laut zu werden, ey. Das ist eigentlich traurig. Das ist eigentlich traurig, dass wir uns daran halten, aber.
Was ich warte mal machen? Kurz. Boah, wie das aussieht. Die ganzen Autos fallen da runter. Okay, ich versuch's jetzt nochmal. Nein, der hat das ganze Nitro aufgesammelt. Kacke, das schaffe ich nicht. Ja, bei mir auch so. Alter, ist nicht euer... Oh. Komm schon, Nitro. Da hat ihr Kracht gewumpelt. Hitmann. So, das sieht doch gut aus, komm. Der Assi, die Assi-Heideltraut ist nicht so gut. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz gleich die Maske auspacken. Ich glaube, dann klappt es. Ja, klar, das liegt daran. Das liegt definitiv daran. Oh, 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 oh. Ich habe ganz alles Nitro bekommen. Bitte, 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 bitte. Nein, ach Mann. Mach die Schraube. Nein, ich lande immer so kurz. Kurz davor. Weiter komme ich nicht. Ah, krass, das Rennen ist jetzt beendet. Okay, müssen wir wiederholen. Ich will das nochmal machen. Komm, 9 Sekunden. Ich schaff das noch. Oh Mann, ey. Okay, da müssen wir eine Wiederholung machen. Komm, einmal noch, ja. Ich möchte mindestens einmal da oben landen. Ja. Das Ding ist, ich musste auch immer so eine Schraube machen nach rechts, damit ich überhaupt in das Ziel, also in Richtung Ziel fliege. Mindestens immerhin 473 Euro. Dollar, nicht Euro. Hast du es mehr bekommen als ich? Wow. Wir hatten der Erste bekommen, der durch ist. Das interessiert mich jetzt mal. Oh, guck mal, der hat hier gewonnen. Yo! Nee, so witch. Immer. Mal spannend, 3000? Wie viel der bekommen hat. Toll. Pfff. Lukratives Geschäft. Okay, Wiederholung. Bin ich auch für. Zack. So, Athlet, Mann. Athlet. GTA Online, neue Jobs für neue Plattformen. Um das Maximum aus der erhöhten Spieleranzahl herauszuholen, haben wir eine Auswahl an brandneuen Jobs. Juhu! Okay, alle treten bei. Jo, da sind sie alle. Der gute Busfahrer ist auch da. Der Opa Wilhelm ist auch da. Stell ich mir gerade so vor, wie der Opa Wilhelm so in seinem Sessel sitzt. Und ja, mit einer Zigarre im Maul so. Und GTA spielen. Okay, warte mal. Ich hatte vorhin. So. Nehmen wir den Cheetah jetzt. Cheetah? Sportfahren. Geschwindigkeit. Ne, Schuss brauche ich gar nicht. So, ich bin bereit. Hattest du gerade den Centorno? Oh, ich habe 106 Wetten verloren, ey. Und 5 nur gewonnen. Ja, den Centorno hatte ich vorhin. So, habe ich. Mace Bank Mega Jump. Habe hier den Flitzer. Neue Runde. Neue Runde, neues Glück. Den Cheat. Du hast auch wieder GTA-Rennen, ne? Genau, ist immer GTA-Rennen. Sehr gut. Let's go! Haben wir die Karre von denen reingezeigt, sieht Hammer aus und let's go. Boah, wie geil das aussieht, wenn die alle an einem vorbeiziehen. Yo! Curry hat wieder einen Crash gebaut. Ja. Leider. Aber ich bremse jetzt mal hier, weil ich alle nämlich durchfahren lasse. Das Ding ist, wenn die durchkommen, ist das Nitro weg, ne? Eben. So, jetzt habe ich ein bisschen gewartet und habe ein bisschen Abstand. Gut, doch nicht. Nee! Scheiße! Da war der vor mir zu langsam. Ja! Ich habe es! Nein! Ganz knapp! Ich bin auf dem Maceback Tower fast drauf gewesen! Es war nur 1%! Ich war ein bisschen zu langsam! Oh, warte, ey, ganz knapp! Hier? Ganz knapp, Curry, ohne Scheiß! Das gibt's doch nicht! Ich will's auch schaffen! Jetzt aber, komm. Hey, woran hat es denn jetzt gelegen? War ich zu langsam auf dem Ding selber? Nein, das kann nicht. Immer wenn man ein bisschen nach links oder rechts, ey, dann hast du schon versaut. Toll. Ah. Ja, wir sind gar keine... Ja, ohne Nitro ist natürlich scheiße, ne? Ja, ich fall direkt wieder runter. Jo. Und da drehen wir uns zur Stelle in der Ego-Ansicht. Jo, damit beschlägt. Oh. Ich sehe doch nur die Autos da hinten runterfallen. Ach, die Zeit läuft schon wieder? Jo, nee. 17 Sekunden. Toll, der schnappt mir vor die Nase, oh, die ganzen Nitros weg. Ah, ne? Fahr, Dennis, fahr! Nein! Ach, Curry, nein! Du bist doch ein Wichs. Bob. Ey, schon wieder nicht geschafft. Wir müssen das auch schaffen. Wir müssen es noch einmal wiederholen. Alle guten Dinge sind 3. Sorry. Derjenige, der als erstes das Nitro bekommt und der hat gewonnen. Geradeaus fahren kann, einfach durch. Der ist einfach, der hat gewonnen. Der Level 70. Gewonnen. Schön. Immer noch kein Level 70. Schön. Schön.
Das hat er jetzt gemacht im Anzug hier mit seiner geilen Karre da hinten mit dem Centauro. Yo! Ich finde das cool mit dem Parkhaus, was sie da gemacht haben. Vorletzter und letzter. Oh, ich bin Level 70 jetzt, geil. Herzlichen Glückwunsch. Wiederholung. Kann doch nicht wahr sein, ey. Okay. Letzter Versuch. Wenn wir es nicht schaffen, werden wir es nie schaffen. Das ist die Logik von Dennis Pferd. Hatte ein bisschen was von Bronze gerade. Was? Hatte ein bisschen was von Bronze, die Logik. Ja, könnte man meinen. Bronze-Bier-Logik. So, nächster Versuch. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Ja, ich auch. Bestimmt. Und sagten sie und verkackten einfach. So. In der nächsten Folge wird ja herausgefunden, wer mehr Asia ist, ne? Ja, da freue ich mich schon drauf. Also wenn ich Tipp abgeben würde, würde ich sagen Curry. Nee, also ich bin mehr der schwule Friseur. Hattest du schon recht, also das ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen. Ja, aber dein Charakter sieht ja trotzdem scheiße aus. Also kann man sehen, wie man möchte. Den würde ich nicht heiraten, den Typen, ne? Warte mal. Also ja, Barthaare sind auch nichts für mich. Ich glaube, der Edda. Ah, habe ich jetzt den Edda oder was? Ich konnte mir bestätigen. Hast du jetzt den Edda genommen? Ja, nicht, den hatte ich davor auch. Ja? Ja. Oh. Aber der ist eigentlich ganz gut. Nee, habe ich nicht. Ah, oh, den habe ich jetzt. Den hat er nicht übernommen. Wegscheiße. Wegscheiße. Okay, jetzt go. Komm schon. Nein, ich habe den Turbo nicht bekommen. Kacke. Ja, okay, ich warte einfach mal. Lass die mal fahren da. Viel Spaß. Der Edder ist so schnell, ne? Der hat so eine heftige Beschleunigung teilweise. Ach stimmt, wir haben ja Waffen, das vergessen wir die ganze Zeit. Ja, super. Wie die alle da hochheizen. Oh, ich fliege, Curry. Das ist der Mace Bank Tower. Ich bin drauf. Nein. Ich fall wieder runter. Ich war drauf. Ich bin auf dem Mace Bank Tower. Ich fliege. Ich kann runterfliegen. Ich schaff es nicht. Nein, das kann doch nicht. Jetzt fühle ich mich aber aus. Ich fliege entweder zu kurz oder immer dran vorbei. Ja, man muss ein Stück nach rechts. Ganz kleines Stück. Aber wie willst du das kontrollieren? Das ist die Frage, ne? Ja, das ist das Problem. Du kannst halt nur diese Barrel Rolls machen. Okay, ich fliege. Oh! So bin ich nicht. Schon wieder halb drauf, Mann. Die Karre schafft es einfach nicht. Na, Alter, ich hab da reingehämmert. Warum bin ich ausgestiegen? Ich meine, ich. Fallschirm. Auto kaputt. Nee. Ich brauch mehr Anschwung. Der hat mich gerammt. Und wieder in die Laterne. Scheiße. Ich brauch mehr Anschwung. Okay, jetzt Nitro. Komm. Nitro ist da. Och, Alter. Man muss genau gerade auf die Rampe aufzufahren, ey. Wird so nix. Hat schon jemand beendet? Neuer Versuch? Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ey, das gibt's nicht. Ich komme immer zum Mace Bank Tower Schild, aber nicht weiter. Mann! Da falle ich erstmal runter. Oh. Bin tot. Boah, das tat mir sogar beim Zusehen weh. Ich glaube, der Wagen, den ich habe, Ich glaube, das wird jetzt was. Dennis! Oh. Ey, das kann doch nicht sein. Ich hab alles Nitro abgeräumt. Alles. Ja, ich glaube, du brauchst den Edder dafür, ohne Scheiß. Stand das sogar nicht in der Beschreibung? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt einfach so viel Anlauf. Und dann rase ich da hoch und dann springe ich in das verdammte Ziel rein. Nein! Ich hätte beinahe geschafft. Ich hätte so viel Anschwung. Da klatsche ich gegen den Turm. Oh Mann, ey. So schwierig, ne? Na, die Musik läuft schon wieder. Komm, jetzt alles oder nix. Ist da jetzt Nitro oder nicht? Ich sehe das gar nicht. Oh, mein Wagen setzt falsch auf. Super. Komm, oh, 2 Sekunden. Schon wieder nichts geschafft. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist peinlich. Ja. Das ist peinlich. Komm, einen Versuch machen wir noch, aber nimm alle mal den Edder jetzt. Weil ich glaube, der Sieger. Ich bin mal gespannt, was der Sieger für ein. Ist es sein Auto? Nee, der hatte gerade auch einen Centauro. Der Typ. Was machen wir denn falsch? Ja, die Kunst ist es einfach, als erster auf die Rampe zu kommen. Nein, der hat einen Edder. Guck. Ja, aber davor, der hat einen Centauro. Ja. Vielleicht sein, aber der hat den aufgetunt gehabt, weil das eigene Autos sind ja an. Dann können wir dann nicht unsere Rennwagen benutzen?
Das ist die Frage. Was ich jetzt mache, ich nehme jetzt mal den Adder. Nimmst den Adder, okay. Gut. Wenn es da nicht geht, ey, habe ich auch keine Ahnung, Mann. Boah, schwierig. Ich würde mal gern wissen, ob Leute aus der Community den Job schon mal gespielt haben und wie die den fanden. Wie die das gelöst haben. Also der Job an sich ist super, nur ist es halt, weiß ich nicht, ein bisschen unfair. Ja, ich mach mal eigene Autos jetzt mal aus. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also nicht in Bezug auf die eigenen Autos, sondern wer halt als erster die Rampe bekommt, der hat eigentlich so gut wie gewonnen. Er muss halt ja, nur nicht unbedingt, ausfahren. Warum? Wenn man da ja, der kann auch runterfallen, ja klar. Hier, den Edda Curry. Den Edda. Ich höre jetzt auf dich. Was steht denn da? Ah, guck mal. Ah, Infinity ist the best. Das steht ja die ganze Zeit schon da wie Vögel. Aber der Edda ist doch viel, der hat da viel mehr Beschleunigung. Ja. Guck mal, der Edda. Infinity ist the best. Ich kann das Auto gar nicht wechseln. Nimm den Edda. Oh nein. Was? Du hast Rally angemacht. Nein. Zurück. Ich sitz mit dir im Auto. Voll die Assi-Karre, weißt du? Oh Gott. Yeah, it's a Rally, Alter. Yeah. Was ist doch nicht, ey. Oh nein. Aber das Gute ist, wir haben jetzt weniger Autos. Aber es trotzdem GTA fahren. Noch, ne? Ich weiß es nicht. Du musst fahren. Ich glaub nicht, dass... Nee, es ist kein GTA. Na geil. Ich hab schon voll vergessen, das Rennen, ne? Oh Mann, ey. Da hab ich aus Versehen irgendwas... irgendwo draufgekommen. Warte mal, kann ich mal in England nicht? Guck mal, hier sitzt der Axel Schröder, ey. Der Axel? Der Atze Schröder, ey. Ja, das schaffen wir nicht. Das, juhu! Oh! Sehr schön gelandet. Jetzt Vollgas. Das schaffen wir bestimmt. Toll. Super, der bist du, Genie. Mach mal ein Rückwärtssalto. Ja! Ja! Oh, 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 oh! Schaffen wir's? Ja, klar. Oh! Oh. Leicht dezent kaputt. Ja, so, können wir direkt beenden, das Rennen. Können wir direkt beenden. Ja, Leute, wir haben es versucht und in der nächsten Folge lösen wir dann das, den Mythos, wer asozialer aussieht, was ihr da abgestimmt habt. Kann ich ja nicht aussteigen? Nee. Oh Mann, Ready, guck mal hier. Ich bin so ein bisschen traurig, dass wir so die Folge jetzt beenden. Ja, ne? Ey, was rutscht denn wie so ein Elefant über mein Auto? Naja, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von GDA. Oh, nicht mal das klappt. Komm, wir machen zum Schluss noch einen schönen Stunt. Schönen Stunt, ja. Oh. Hab ich mit Absicht gemacht, ne? Weil das der gute Bus. Ja, ach, das kann klar. Ich der gute Busfahrer. Das hab ich mit Absicht gemacht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was holst du denn jetzt heraus? Am besten so eine Seitwärtsrolle oder sowas. Das ja, das wäre was Tolles. Ne? Zum Abschluss, eine Seitwärtsrolle. Ja, das wäre der Hammer. Ganz spektakulär gerade. Und jetzt noch rückwärts, also. Ja! Yo! Alter, und die Karre ist wow. Da an einem Stück. Ja, haut rein, Leute, ne? Wie gesagt, morgen die große Auflösung. Wer kriegt den Asozial Award 2015? Haltet ein, habt Spaß. Denkt an alle eure Freunde, an alle eure Familien. Und die große Preisverleihung gibt es dann morgen im Stream. Im Stream sage ich schon, morgen in der Folge. Bin mal gespannt, wie der Pokal aussieht. Ja, ne? Das war eigentlich so eine Aldi-Tüte mit Flaschenpfand. 1,25 Euro bei Paddy. Haut rein, Leute. Ciao. Achso, Paddy darf nicht der Brunze hören. Ciao. Tschüss. Trotzdem eine lustige Folge.